Ich sehe, habt ihr euch schon kennengelernt. Was soll das alles, Tom? Ja, warum schleifst du uns um die halbe Welt hierher? Weil wir einen Job haben. Wir wollten all die Figuren wieder zusammenbringen, die unsere Fans aus den früheren Fast and Furious Filmen kennen. Es ist eine Tarnmission. Wir sind wieder raus, bevor die merken, dass wir da waren. Unmöglich, sich vorzustellen, Neuland zu betreten ohne die alten Figuren. Du bringst uns hier in ein fremdes Land und wir sollen den Typen ausrauben, der hier das Sagen hat? Ganz genau. It's Ludacris, Tyrese, Vin, Paul. Mit ihnen fällt die Arbeit leicht. Los geht's. Ja! Es heißt ja zuerst die Familie. Salut. Die Familie muss zusammenstehen wie eine Eins. Brian ist dabei, Dom und Nia. Sie schlagen sich so gut es geht da unten in Rio. Wir sind überall in den Nachrichten. Sie werden ihre besten Leute schicken. Wir sollten verschwinden. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, bis zu dem Punkt, wo Dom spürt, dass sie sich nur befreien können durch die verrückteste Sache überhaupt. Sie müssen sich ins Herz des Polizeireviers begeben, 100 Millionen Dollar stehlen, abhauen und ein neues Leben beginnen. Mir ist doch hoffentlich klar, dass wir uns mit dem mächtigsten Typen von ganz Rio anlegen. Absolut. Dann brauchen wir ein Team. Und dieses Team haben wir versammelt. Zuerst brauchen wir ein Chamäleon. Jemand, der nicht auffällt. Was noch? Waffen und Zubehör. Jemand, der keine Angst hat, sich zu prügeln. Sich 100 Millionen Dollar teilen? Die Antwort ist ja. Das Wichtigste ist, zwei Präzisionsfahrer. Du weißt, dass wir die haben. Die Männer, hinter denen wir her sind, sind professionelle Runner. Niemals! Niemals! Lassen wir sie in ein Auto steigen. Ich mache Leute ausfindig und bringe sie zur Strecke. Tot oder lebendig, das liegt an ihnen. Wenn das FBI jemanden finden will, rufen sie ihn. Ich kann nicht immer weglaufen. Flucht ist keine Freiheit. Sie werden gejagt vom Gesetz auf der einen und von den bösen Jungs auf der anderen Seite. Das macht die Sache ganz schön kompliziert. An eurer Stoßstange hängt jeder korrupte Bulle von Rio. Wir stecken in der Klemme. Und wir haben den übermenschlichsten Kopfgeldjäger im Nacken. Ich will sehen, was passiert, wenn Figuren am Abgrund stehen. Die Kacke war gerade furchtbar am Dampf. Aber jetzt droht sie überzukochen. Sie gehen lieber mit Glanz und Gloria unter, als aufzugeben. Es besteht die Möglichkeit, dass wir früher oder später hinter Gittern landen oder in einem Graben verscharrt werden. Aber nicht heute. Fast and Furious 5. Ab 28. April. Überall im Kino.